Reini, sag mal, was ist deine liebste Fleecejacke? Was ist deine liebste Übergangsjacke? Und Reini, sag mal, was hast du im Winter als Jacke an, so fleecemäßig? Und obwohl das wahrscheinlich jetzt schon das x-te Video zu diesem Thema ist, bleibt die Antwort immer gleich. Und zwar, nein, da ist Helicontex Patriot Fleecejacke. Ich liebe das Teil. Es hat ein paar Macken. Ich habe die über 3 Jahre und wenn du wissen willst, was sie kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus waldurlaub.at vom Reini Rossmann Bushcraft Camp. Schön, dass du dabei bist. So. Die Frage erreicht mich oft und die Antwort ist einfach diese Jacke hier. Das heißt nicht, dass diese Helicontex Patriot Fleecejacke die einzig beste Jacke auf der Welt ist. Nein, sicher nicht. Aber ich habe schon vor 3 Jahren oder 2 Jahren, sowas ungefähr, das erste Video dazu gemacht, als ich sie im Test hatte. Und gesagt, dass das meine liebste Fleecejacke ist. Und nach 3 Jahren Dauereinsatz, das kann ich wirklich so sagen, Dauereinsatz, hat sich daran nichts geändert. Es ist mittlerweile so, aber das verzeihe ich wirklich, ich verzeihe das nach dem Einsatz und ich habe die oft an. Die hängt nicht irgendwo. Da sind da eigentlich so komische Teile drauf, gell? Damit man das so verengen kann. Und das war schon nichts mehr und die habe ich einfach abgeschnitten, beinhart. Jetzt ist hier offen, das ist einfach so. Sonst, es geht nichts bei den Gut, okay, vielleicht ein bisschen geht was bei der Glättfläche, aber das ist nichts Relevantes. Die Zips gehen noch immer sehr, sehr gut. Auch der Zip unten, das ist ganz häufig ein Problem. Ja, jetzt wird es kalt. Ja, so ist das halt jetzt im November. Aber der Zip wollte ich sagen, ganz genau. Bei Zips ist es häufig so, dass dieser untere Teil, wo man einfädelt, mit der Zeit sich auflöst oder abgeht oder sich der gesamte Zip auflöst. Und da ist alles noch top. Wenn es einmal ein bisschen spießt, und das kann passieren, ja, sei so beinhart und gib ein Silikonspray drauf. Den gibt es bei mir im Shop. Leider die Patriot-Jacke nicht, weil wir keine Bekleidungsartikel verkaufen. Es ist zu nervig mit den Hin- und Hersenden von den Größen. Und da sind wir auch gleich bei dem Thema hier. Die ist wirklich groß geschnitten. Die ist also für Dickmänner und Dickfrauen auch etwas. Du weißt, wie ich ausschaue, wenn du das erste Mal jetzt zu mir auf dem Kanal kommst, schau dir andere Videos. Ich bin nicht der Schlankmann, leider nicht mehr. Aber schauen wir mal, schau. Ja, ich habe eine XL an. Ich habe eine XL-Jacke an. Und da ist noch immer Platz. Also da ist wirklich Platz. Dazu komme ich dann auch noch. Also ist alles super. Ich habe die Jacke schon einmal beschrieben. Dann gebe ich dir da oben den Link für, was ich alles kann. Das ist nicht der Punkt. Erfahrungen. Einige haben mir zurückgeschrieben, dass sie auf Amazon gekauft haben. Und nach 2 Monaten war die Jacke kaputt. Weil einer hat gemeint, das hat sich da abgelöst, der Ärmel. Und ein anderer hat gesagt, dass der Zip rausgegangen ist. Dann ist das ein Herstellungsfehler, den man reklamieren kann, und das würde ich auf jeden Fall tun, bei dem Händler deines Vertrauens. Und das andere ist, wenn es von Amazon ist, dort gibt es wirklich Plagiate, nicht Nachbauten, die so ähnlich ausschauen, aber anders heißen, sondern es gibt Plagiate bei Amazon, von ganz vielen Dingen. Da glaubst du, das ist es, aber in Wahrheit ist es das nicht. Ich will nicht sagen, dass das bei der Patriot Fleecejacke auch so ist. Aber ganz viele Leute haben sich bei mir bedankt, und das sage ich nicht, um mich da jetzt zu beweihräuchern, sondern bedankt und gesagt, die Jacke ist genial, danke für den Tipp. Daher kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass jetzt auf einmal die Qualität so runtergehen wird. Also das sind für mich Eintagsfliegen, das kann mal passieren, aber reklamieren bitte. Winter. Ich habe dieses Teil auch im Winter an. Natürlich nicht mit einem kurzärmeligen Hemd, sondern, und das ist das Schöne, es ist genügend Platz, dass man darunter noch einmal eine Schicht anziehen kann. Ich bin sowieso ein Zwiebelfanatiker. Ich mag das sehr gern. Das heißt, hier unterbei habe ich dann entweder noch einen dicken Pullover oder auch eine andere Fleecejacke oder eine dünne Fleecejacke oder was auch immer halt gerade reinpasst. Oder wenn es ganz kalt ist, und das kann hier im Winter wirklich der Fall sein, da in den Bergen. Also, Aussicht ist toll hier bei Waldurlaub.at. Billige Eigenwerbung, so ist das halt. Aber es wird hier richtig kalt teilweise. Dann ziehe ich mir oben was drüber an und habe die als die Jacke, die ich dann verwende in dem Bereich, wenn ich was arbeite, aber wenn man dann wieder stehen, ziehe ich mir oben was anderes drüber. Fellrebenjacke habe ich da zum Beispiel oder irgendein auch so ein Billigstorfer Teil, was ich mir auf Amazon gekauft habe. Also das Teil ist einfach super. Ich kann keine negativen Punkte finden. Und auf Instagram hat mich jemand gefragt, ob das mit dem Rucksack ein Problem ist. Also es ist so, dass ich in der letzten Zeit einfach viel zu wenig zum Wandern komme, wo wir mal ein paar Tage nur gehen. Das ist momentan leider nicht der Fall. Wird sich wieder mal ändern, die Kinder größer sind, aber momentan ist es so. Aber ich habe jeden Tag einen Rucksack rum, das garantiert. Ich kann hier keine echten massiven Probleme
mit sich sehen. Ich habe andere Fleecejacken auch, ja, wo man sowas sehen kann, aber das ist hier nicht der Fall. Also ich lege meine Hand ins Feuer und ich werde nicht bezahlt dafür, überhaupt nicht. Ich habe nur was, wenn du eine kaufst auf Amazon, kriege ich 5% Provision, ja. Aber das kriege ich von Amazon und nicht von Helikontex. Aber der Punkt dabei ist, das Teil ist einfach genial. Und wenn du darüber nachdenkst, eine zu kaufen, wenn du eine Fleecejacke suchst, in welcher Farbe auch immer, schwarz gibt es, es gibt es in grün, es gibt es in braun, in khaki, in 100.000 Farben, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das eine Möglichkeit ist, mit der du glücklich sein kannst. That's it. Das Fazit dazu. Ja? Eine coole Jacke. Schreib mal einen Kommentar, wie du das siehst. Und schreiben mir auch diejenigen, die auf Instagram mir gemeint haben, naja, das ist ein Klumpert, die funktioniert ja nicht, die reißt auseinander. Schreib mir bitte, wenn du das siehst, und was bei dir konkret kaputt war, wo du sie gekauft hast, wie lange es dauert hat und ob der Händler bzw. der Hersteller ja nett war und das ausgetauscht hat. Weil manchmal gibt es auch Produktionsfehler. Das würde mich interessieren. So, das war's jetzt. Dann mal nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Billige Eigenwerbung, den Link auf Amazon. Hol dir eine, ist wirklich cool. Abo da lassen, da geht's zu mir in den Shop. Viele andere Sachen, aber keine Helikontex-Jacke. Anderes Video. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao.